Mithilfe der Glasgow Coma Scale, kurz GCS, kann im klinischen Alltag schnell und einheitlich der Bewusstseinszustand einer Person eingeschätzt werden. Anhand von drei Kategorien, die wir uns gleich näher anschauen werden, kann in kurzer Zeit beurteilt werden, ob es sich zum Beispiel um ein leichtes oder schweres Schädel-Hirntrauma handelt. In diesem Video werden wir uns zunächst anschauen, wie die Glasgow Coma Scale ganz allgemein aufgebaut ist. Im Anschluss gehen wir das Ganze an einem Fallbeispiel durch, um das theoretische Wissen auch praktisch anzuwenden. Viel Spaß! Die Glasgow Coma Scale wurde ursprünglich 1974 von den Neurochirurgen Graham Teasdale und Brian Janet entwickelt. Da beide Ärzte an der Universität Glasgow tätig waren, trägt die Skala nun den Namen der schottischen Hauptstadt. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie die Glasgow Coma Scale eigentlich aufgebaut ist. Insgesamt bewertet die GCS drei Aspekte des Bewusstseins: das Augenöffnen, die verbale Reaktion und die motorische Reaktion. Jeder dieser Aspekte wird beobachtet und entsprechend einer Skala mit Punkten bewertet. Die Summe dieser drei Bewertungen gibt dann eine Gesamtpunktzahl an, die zwischen 3 und maximal 15 Punkten liegen kann. Wichtig ist, dass man sich merkt, dass 0 Punkte also nicht erzielt werden können, da mindestens pro Kategorie ein Punkt vergeben werden muss. Nachdem wir nun grob den Aufbau der Skala kennengelernt haben, schauen wir uns nun jedes Bewertungskriterium einmal genauer an. Das erste Kriterium, was wir uns anschauen werden, ist das Augenöffnen. Bei der klinischen Beurteilung achten wir nun gezielt darauf, ob der Patient oder die Patientin die Augen spontan öffnet oder erst nach bestimmten Bedingungen. Sind die Augen geschlossen und zeigt die Person auf keinerlei Reize eine Öffnung der Augen, vergibt man einen Punkt. Setzt man einen Schmerzreiz und es öffnen sich die Augen, dann sind dies zwei Punkte. Etablierte Schmerzreize sind zum Beispiel leicht in den Musculus trapezius kneifen oder auf das Nagelbett Druck ausüben. Drei Punkte wären es, wenn die Person auf Ansprache die Augen öffnet. Und vier Punkte, wenn spontan die Augen geöffnet sind. Die nächste Kategorie der Glasgow Coma Scale ist nun die verbale Reaktion. Wenn der Patient oder die Patientin überhaupt keine verbale Reaktion zeigt, vergibt man wie vorhin einen Punkt. Wenn nur unverständliche Laute, aber keine Worte von sich gegeben werden, wären dies zwei Punkte. Drei Punkte werden erzielt, wenn zwar einzelne verständliche Worte gesprochen werden, welche aber für die Situation unzusammenhängend sind. Wenn eine Konversation mit der Person möglich ist, aber auffällt, dass sie nicht vollständig zur Zeit, Ort, Person oder Situation orientiert ist, vergibt man vier Punkte. Die volle Punktzahl von 5 wird erreicht, wenn die Person konversationsfähig und orientiert ist. Was jetzt noch fehlt, ist die motorische Reaktion. Auch hier wird keine Reaktion nach einem Schmerzreiz, in diesem Fall keine motorische Reaktion, mit einem Punkt bewertet. Übt man einen Schmerzreiz aus und die Person streckt den Arm im Ellenbogen, vergibt man zwei Punkte. Dies wird auch als Strecksynergismen bezeichnet und gibt Hinweise auf schwerwiegende Einschränkungen im Hirnstamm. Drei Punkte werden erzielt, wenn auf einen Schmerzreiz eine abnormale Beugereaktion folgt. Aber was ist das überhaupt? Als abnormale Beugereaktion oder auch Beugesynergismus bezeichnet man eine langsame, stereotype Bewegung. Der Arm ist dabei typisch vor der Brust mit einer Rotation im Unterarm. Gleichzeitig sind dabei die Beine gestreckt. Erfolgt auf einen Schmerzreiz eine ungezielte Abwehrreaktion, zum Beispiel in Form einer normalen Beugung des Arms, werden hierfür vier Punkte vergeben. Wird Druck auf den Trapezius ausgeübt und die Person beugt den Arm schnell und eher variabel in der Ausführung, wäre dies eine ungezielte Abwehrreaktion. Die Eigenschaften einer abnormalen Beugung, wie vorhin besprochen, können dabei nicht beobachtet werden. Um 5 Punkte vergeben zu können, folgt auf einen Schmerzreiz nun eine gezielte Abwehrreaktion. Wenn wir auch hier wieder einen Schmerzreiz am Trapezius ausüben, bewegt der Patient oder die Patientin gezielt den Arm in Richtung Stimulus. Kann die Person Aufforderungen befolgen, wird die volle Punktzahl von 6 Punkten erreicht. Mithilfe der ermittelten Punktzahl kann man nun grob orientierend den Schweregrad einer Vigilanzminderung abschätzen. Ganz allgemein kann man sich merken, je niedriger der GCS-Wert, desto schwerwiegender ist auch die Einschränkung. Bei einem Schädel-Hirntrauma lassen sich so zum Beispiel drei Stadien einteilen. Beim GCS von 13 bis 15 spricht man von einem leichten Schädel-Hirntrauma, zwischen 9 und 12 Punkten von einem mittelschweren und ab 8 Punkten oder niedriger von einem schweren Schädel-Hirntrauma. Um eine Sicherung der Atemwege zu gewährleisten, sollte ab einem GCS von 8 oder kleiner eine Intubation in Erwägung gezogen werden. Man kann sich dies leicht mit dem Spruch GCS8 Intubate merken. Selbstverständlich hat die Glasgow Coma Scale auch einige Einschränkungen, die man bei der Anwendung auf jeden Fall beachten sollte.
Die Bewertungskriterien, die ich gerade besprochen habe, sind so zum Beispiel primär für erwachsene Personen erstellt worden. Für die Anwendung bei kleinen Kindern sollte eine angepasste Variante, die sogenannte Pediatric Glasgow Coma Scale, verwendet werden. Bei dieser Version wird nämlich die beste verbale Reaktion ein wenig anders bewertet. Eine weitere Einschränkung wäre die Durchführung der Glasgow Coma Scale bei einer Person, die aufgrund einer Verletzung oder einem anderen Störfaktor in einer Bewertungskategorie eingeschränkt ist. Ist zum Beispiel ein Patient oder eine Patientin bereits intubiert, kann die verbale Reaktion natürlich nicht beurteilt werden. Dies muss dann entsprechend dokumentiert werden, zum Beispiel mit NT für nicht testbar. Null Punkte dürfen aber nicht vergeben werden. Ebenfalls dürfen dann die restlichen Kategorien auch nicht mehr addiert werden. Um die Glasgow Coma Scale nun schnell anwenden zu können, zum Beispiel bei der Ersteinschätzung einer verletzten Person, ist es notwendig, dass man die einzelnen Kategorien der Skala kennt und auch die jeweiligen Punktwerte. Um euch das Lernen ein wenig zu erleichtern, habe ich noch eine Merkhilfe mitgebracht, mit der man sich die GCS etwas schneller herleiten kann. Man merkt sich zunächst einmal die folgenden drei Begriffe: Auge, Reden, Beugen für die jeweils drei Kategorien der Glasgow Coma Scale. Zählt man nun die Buchstaben von jedem Wort, hat man die Maximalpunktzahl für jede Kategorie. Also das Wort Auge hat 4 Buchstaben und die maximale Punktzahl beim Augenöffnen ist 4. Wenn man sich nun merkt, dass keine Reaktion in jeder Kategorie immer die niedrigste Auswahlmöglichkeit mit einem Punkt ist, hat man sich es auch hier ein wenig erleichtert. Für die noch fehlenden Bewertungskriterien habe ich leider keine weitere Eselsbrücke mehr, weshalb man hier das Ganze leider auswendig lernen muss. Aber wenn man die Glasgow Coma Skill ein paar Mal selber angewendet hat, merkt man sich die Kategorien und Punkte relativ zügig. Aus diesem Grund habe ich zum Abschluss für dich zum Üben noch ein Fallbeispiel mitgebracht. Nach einem Verkehrsunfall wird Frau Müller, 34 Jahre, in die Notaufnahme eingeliefert. Du bist zuständig für die Erstuntersuchung und sollst bei einem Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma den GCS-Wert erheben. Frau Müller hat ihre Augen geschlossen und zeigt keine Reaktion weder bei Ansprache noch bei einem Schmerzreiz. Verbal gibt Frau Müller nur unverständliche Laute von sich. Und auf einen Schmerzreiz folgt eine Streckung des Arms. Was für einen GCS-Wert hat Frau Müller nun? Am besten pausierst du kurz das Video und schreibst den Wert einmal auf. Also, hier ist einmal die Auflösung. Frau Müller hat in dem Beispiel eine Gesamtpunktzahl von 5 auf der Glasgow Coma Scale, was auf ein schweres Schädel-Hirntrauma hinweist. Da der GCS-Wert unter 8 liegt, sollte ebenfalls eine Intubation erfolgen. Fassen wir das Ganze nun einmal kurz zusammen. Die Glasgow Coma Scale ist ein klinisches Bewertungsschema, um den Bewusstseinszustand einer Person schnell und standardisiert einschätzen zu können. Insgesamt werden hierbei 3 Kategorien geprüft, nämlich das Öffnen der Augen, die beste verbale Reaktion und die beste motorische Reaktion. Die Punkte werden im Anschluss addiert und man erhält so einen Wert zwischen 3 und maximal 15 Punkten. Anhand der Punktzahl der Glasgow Coma Scale kann man nun zum Beispiel ein Schädel-Hirntrauma in verschiedene Stadien einteilen. Dies habe ich dir hier nochmal dargestellt. Ich hoffe, dir hat dieses Video über die Glasgow Coma Scale geholfen. Wenn du mehr Videos zu verschiedenen Themen der Anatomie oder Physiologie sehen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal.